Willkommen zu Tag 6. Ich habe noch etwas gebaut. Ihr seht, ein paar Stacheln fallen, hier oben noch ein bisschen was hingesetzt. Kann euch das ja mal unten zeigen. Das habe ich mal jetzt alles noch in der Nacht gemacht. Ich stand gerade da drüben, weil ich zu dem Baum wollte, und dann habe ich plötzlich diesen Wolf dort neben mir entdeckt und bin dann schnurstracks hier hochgerannt. Jetzt werden wir mal das Ding erstmal hier wegnehmen, sicherheitshalber. Und dann kümmern wir uns mal um den Wolf. Nachladen. Jetzt aber. Das war nichts. So muss man mit Pfeil und Bogen. Und ab geht der Pfeil. Er ist kurz davor gelandet. Also jetzt ein kleines Stück höher. Noch ein Stück höher. Ja. Gut, der ist schnell da durchgerannt. Nein! Also durch diesen Stacheldraht gehen die schnell durch. Du bleibst unten, ne? Genau, du bleibst unten. Jetzt ist er tot. Er ist auf jeden Fall an meinen Holzstacheln draufgegangen. Die scheinen doch die effektivere Waffe zu sein. Hätte ich das mal eher gewusst. So, dann können wir den wieder herstellen. Aber wir können ja noch ein paar von den Holzdingern platzieren. Die Leiche lassen wir jetzt mal liegen. Hier, den Vogel habe ich im Himmel geschossen. Mich gestört. Dann holen wir uns noch ein bisschen Holz. Für diese Fallen. Holz brauchen wir. Ganz viel Holz. Müssen schließlich mal fertig werden mit dem Ganzen. Wir sind ja schon an Tag 6 angekommen. Und nach Tag 6 kommt Tag 7. Und ich bin gespannt, was da passieren wird. So, also nochmal jede Menge Holz. Denn ich brauche Holz. Vor dieser Hütte. Holz vor dieser Hütte. Du bist mein Baum. Du gehörst ganz alleine mir. Und ich verarbeite dich zu Holz. Ja. Und dann bist du mein Holz. Meine. Ganz. Alleine. Und da machen wir noch ein paar Holzstachelfallen draus. Aus dem Holz. Habe ich ja schon wieder ein paar hergestellt. Und gerade die Stellen, wo jetzt dieser Stacheldrahtzaun ist, die sollte ich noch auf jeden Fall verstärken. Dass die dort nicht ganz so einfach durchkommen. Jetzt werden wir erstmal noch ein paar platzieren. Da schauen wir mal hin, da schauen wir mal hin. Kann man hier mal noch in zweiter Reihe, so. So. Hier wird platziert. Sehen geht's dort? Nein, das geht nicht wegen dem Tor, ne? Okay, wegen dem Tor geht das nicht. Ups. Da bin ich wohl voll drauf gesprungen.
Dann nehmen wir das Tor doch mal weg. Müssen wir hier mal ein bisschen was, weil es bringt ja sowieso nichts. Also die Zombies springen über dieses Tor einfach weg. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das gut für eine Verteidigungslinie ist. Die machen doch, was sie wollen. Okay, ist schon wieder kaputt. Ja, ist halt auch nur aus Stein, ne? Die taugt nicht viel. Das hat's voll gebracht. Das geht, glaube ich, schnell weg, ne? Genau. Das ging schnell weg. Das ganze Metall brauchen wir jetzt natürlich nicht. Ich habe also auch mit dem ganzen Stacheldraht ein kleines bisschen zu viel Zeit in den Stacheldraht investiert. Jetzt bin ich durstig. Mal direkt schauen. Nahrung 39, ja. Wird eng. Nehmen wir mal hier das. Aber Nahrung sieht wieder schlecht aus. Warum sollte sich auch was geändert haben? Die beiden nehmen wir noch weg und dann stellen wir hier auch nochmal zweimal Holz hin und nehmen mehrfach Holz. Also hier an den beiden Stellen auf jeden Fall, noch die daneben. Aber dann haben wir ja schon mal wenigstens ein bisschen ringsrum. Ich habe noch nicht alles mit Stacheldraht, aber ich könnte ja mal versuchen, doch das eine Quest zu machen. Vielleicht bringt mir das ein bisschen Geld. So, nehmen wir mal weg und dann springen wir so drüber und platzieren die beiden noch hier. So, dann haben wir hier auch schon mal eine schöne Abwehrseite. Und jetzt schauen wir uns mal um und gehen in Richtung des Sammelpunktes. Denn ich soll das Gebiet säubern, also ist da ja was los. Wahrscheinlich wieder ein Haus, was ich säubern soll. Das ist meine Vermutung. Aber wenn es mir dann doch etwas Geld bringt und ein kleines bisschen was zu essen kaufen kommt, um wieder bis zum nächsten Tag zu kommen, ist das doch sinnvoll. So, wo ist der Eingang? Ist das das Haus? Oh, hier ist einer. Sind mehrere. So. Du bist hinüber, das ist gut so. Das hier ist der Sammelpunkt. So, Quest gestartet. Gebiet säubern. Ich vermute hier, dass ich in dieses Haus rein muss. Erstmal abklopfen. Da drüben steht einer. Jemand versteckt ist. Ist eine Tür. Durchsuchen wir erstmal das Auto. Nehmen das Zeug mit. Ist da wer? Ist da wer? Hast du jemand gehört? Da liegt jemand. Erwischt. Die wollen jetzt auf jeden Fall raus. Das ist gut so. Dann locke ich die eben zu mir. So. Ab mit dem Kopf. Ist auch noch einer? Hallo, ist da wer? Oh. Die kann ich öffnen.
Oh, jetzt kommen mehrere. Haben sie wahrscheinlich die Tür durchbrochen? Oder ist es der von draußen, von vorn? Eins, zwei. Der liegt erstmal kurz. Der auch. Der noch nicht. Also ein bisschen kräftiger. Kurz schauen, dass irgendwas anderes kommt. Gut, der ist hinüber. Der auch. Der auch. Alle drei sind hinüber. Jetzt gehen wir mal. Ich vermute, das ist jetzt aufgebrochen, oder? Nein. Okay. Aber ich muss das Gebiet säubern. Also muss hier noch irgendwo jemand sein. Oh. Das habt ihr bestimmt gesehen. Ich war jetzt voll erschrocken. Es ist klar, dass gleich irgendwo jemand sein wird und dann trotzdem. Aber sowas von. Komm, dreh dich um. Ich will dir von vorn draufhauen. Das war's noch nicht. So, jetzt mal ganz viel Ruhe versuchen, hier durchzukommen, ohne gleich wieder bei jedem bisschen zu erschrecken. Das ist Müll. Eine Dose Müll. Da ist nichts. Ist was im Kühlschrank drin? Na, außer ich überlastet bin. Hier ist noch was. Heidelbeeren. Heidelbeeren. Ist egal, die kann man essen. Bringen nicht viel Nahrung, aber die kann man erstmal essen. So, die noch. Und die noch. So. Noch ein bisschen was gegessen. Hier sind wir jetzt schon mal außen rumgelaufen. Jetzt gehen wir nochmal kurz hier hinter. Hier ist dann auch nochmal. Hier kann man runterrutschen. Ist das eingebrochen? Okay. Was haben wir in der Kiste? Leeres Glas. Mal hier hoch. Kommt man, auch wenn es steil ist. Die Tür ist verschlossen. Nimm mal der hier. Geht besser. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Es bricht gerade alles unter mir zusammen. Wo bin ich hier nur gelandet? Ist dahinter noch was? Weil ich bin da noch nicht fertig mit Säubern. Also irgendwas muss hier ja noch sein. Da, hallo? Zeig deinen Kopf, komm, zeig deinen Kopf. Genau den will ich haben. Sehr schön. Danke für deinen Kopf. Ach, dort. Das war gerade sehr eng hier. Verdammt eng. Hier versteckt sich doch bestimmt auch noch einer, oder? Also, Toilette andersrum wäre vielleicht praktischer. Da könnte man wenigstens rausschauen, aber so kann jeder einen angucken. Ah ne, aber den Spiegel. Man schaut über den Spiegel durch dieses Loch beim Stuhlgang. Praktisch. Sehr praktisch. Irgendwas muss hier noch sein. Irgendwas, irgendwo.
hier? Kann man das hier irgendwie schieben? Oder muss ich das... Ich zerklopf's einfach mal. Ne, das kann ich erstmal durchsuchen. Durchsuchen wir erstmal, dann zerkloppen muss. Ah, eine Leiter. Ist da wer? Ist hier jemand? Was hast du auf dem Dach zu suchen? Das ist gefährlich da oben, weißt du das nicht? Es könnten jederzeit Schlägertypen hochkommen. Oh, zurück zum Händler. Das ist ja mal sehr makaber. Sieht aber schon geil aus. Ja, irgendwie gefällt mir das nur das arme Tier. Das ist dann nicht so schön. Eine versiegelte Versandkiste. Holztruhe unberührt. So, haben wir wieder ein bisschen was mitgenommen. Und jetzt möchte ich hier wieder runter. Kommen wir hier eigentlich Treppe runter? War so? Ach so, man läuft die Treppe rückwärts. Okay, wenn ich das gewusst hätte. Ist hinter der Wand noch was? Ist da noch was dahinter? Das schauen wir uns mal kurz an. Dahinter ist... Spannung. Nichts. Ist die Außenwand. Einfach mal so ein Haus zerkloppen. Hier gehen wir da runter. Jetzt können wir ja schon wieder zurück zum Händler gehen. Kann man mal in der Zwischenzeit, vielleicht habe ich ja noch ein bisschen Holz gesammelt. Nee, habe ich nicht. Aber wir machen eins. Das hier reparieren wir schon mal und die Waffe reparieren wir ebenfalls. Damit alles wieder ganz ist, falls ich doch einfach mal so wieder angegriffen werde. Man weiß ja nie, wo die so plötzlich herkommen. Diese kleinen Brezel. Die Brezel soll mich ja in Ruhe lassen. Ich möchte ganz in Ruhe zum Händler gehen. Denn ich habe ein Quest abgeschlossen und jetzt gib mir Geld dafür. Oder am besten jede Menge zu essen. Was soll ich mit Geld? Ich könnte mir davon Essen kaufen, aber gib mir lieber mehr Essen als Geld. Ich habe Hunger. So viel Hunger. Ja, so viel Hunger. Glaube ich zumindest. Bei dem Hunger bin ich bald tot. Unpraktisch. Aber auf dem Rückweg können wir hier auch gleich mal noch ein paar Bäume mitnehmen. Also zumindest fällen wir es mal. Wir nehmen das Holz mit, nicht die Bäume. Das wäre doch mal ein Bild. Nehmen wir einfach die ganzen Bäume mit. So, 5 Stück auf jeder Schulter. Was haltet ihr davon? Da bin ich wieder. Hinein in das gute Händlershaus. Ja, ich hab's geschafft. Okay, bringt 3000 Kneipenschläger, Tagebuch eines Jägers. 10% mehr Schaden an Geiern. Gut, die machen jetzt nicht so viel. Okay, nehmen wir das, will ich haben. Vergiss es. Ich möchte erst einmal
Das Buch, warum das Buch? Das ja, das möchte ich erst einmal lesen. Mehr zum Lesen haben wir nicht, aber wir können auf jeden Fall schon mal die Hose wechseln. Oh, jetzt habe ich die Jeans an. Super. Läuft. Geld habe ich auf jeden Fall auch bekommen. Also ich kann mir dann wahrscheinlich doch ein bisschen was zu essen kaufen. Zunächst mal versuche ich aber trotzdem erstmal noch ein paar Sachen loszuwerden. Hier, Metall. Ganz Darm. Federn behalte ich. Knochen nimmt sie eh nicht. Das, die Nägel nicht. Das nimmt sie an. Das will sie alles nicht. Das ist Verband. Den behalten wir mal. Die Hose. Nee, will sie nicht. Das nimmt sie noch. Das nimmt sie. Das nimmt sie. Tagebuch eines Jägers. Bauplan Pistole. Ich brauche aktuell ja Geld zum Überleben, deswegen gebe ich das jetzt alles mal notgedrungen ab, um mich mal ein bisschen Essen einzudecken. Remember me if you need medical supplies. Ja, Medizin wäre auch irgendwann mal sinnvoll. Aber zunächst mal brauche ich was zu essen. Jetzt schauen wir erstmal, ob der draußen im Automaten was Neues gibt. Heimtückische Kätzchen. Schleichschaden. Hier gibt's Hühnersuppe. Hier gibt's eine Hühnersuppe. Kaufen. Ich habe eine Hühnersuppe. Bier. Goldrutentee bringt Wasser. Immer zwei mit. Roter Tee bringt auch jede Menge Wasser. Also Durst ist damit erstmal geklärt. Jetzt habe ich ja das Essen gekauft. Hühnersuppe. Die benutzen wir direkt mal. Und jetzt geht es weiter. Essen. Das sieht nicht so gut aus. Die hat nichts zu essen für mich. Das ist jetzt verdammt ärgerlich. Aber wirklich. Jetzt haben wir ja noch ein paar Sachen weg. Kann sie behalten. Warum hast du nichts zu essen? Das gefällt mir gar nicht. Medizin gibt's hier. Welche Gesundheit? Ausdauerwiederherstellung. Oder mal hier eine Möglichkeit. Vielleicht kann man so ein Ding auch kaufen. So ein Rost. Eine Dartfalle. Ich suche dann wenigstens mal, ob ich hier so einen komischen Kochgrill finde. Gebäude, Kleidung, Rüstung, Dekor, verschiedenes. Nahrung, Medizin, Chemikalien, Geheimvorrat. Aha, das ist ihr Geheimvorrat. Großvaters Vergisselixier. Für 60.000. Ein Jagdgewehr. Compoundbogen. Der kostet ordentlich Geld. Kann man das hier nach Produktname sortieren? Ach, hier kann man suchen. Kohle für Kohle ist vibriert. Ne, gut. Well, okay then. Kann man hier was mieten? Sammeln, alles nehmen. Mieten. Erlaubt es dir, einen Automaten für einen einzelnen Spielmonat zu mieten? Die angezeigte Zeit wird in Echtzeiteinheiten angezeigt. Aha. Ich weiß aber nicht, für was diese Miete sein soll. Ich weiß nur, ich habe weiterhin keinen Kochgrill. Weiterhin nichts zu essen.
Und ich bin immer noch hungrig. Das lief jetzt alles nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Am Ende habe ich gar nicht das Problem mit dem Tag 7, sondern eher das Problem, dass ich diesen Tag 7 gar nicht mehr erreichen werde. Aber wahrscheinlich bin ich dann tot und lande dann einfach auf meinem Dach, denn da oben ist ja mein Schlafsack und das ist ja dann auch praktisch in dem Sinne. Deshalb gehen wir einfach weiter. Ich habe ja keine andere Wahl. Einfach weitermachen. Immer wieder ein bisschen Holz mit und dann können wir noch ein paar Stahlfallen setzen. Weil es ja schon fast wieder um eins. Tag 6 ist schon wieder schnell vorangeschritten. Die Zeit verfliegt. Okay, Ausdauer. Holzstachelfalle hier. Stell schon mal her. Das kannst du weiter drauf einhauen. Der Baum ist weg. Oh, jetzt bist du dran. Du bist ein Prachtexemplar eines Baumes. Aber du wirst nicht mehr lang stehen. Nein, du wirst gleich fallen. Fall auf deinen Po. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Der Ausdauer reicht diesmal sogar aus. Und er fällt. Knallt. Au. Das sah gerade aus wie die Rache des Baums. So, nehmen wir den nächsten Baum. Ist da wer? Ist da wer? Ist da wer? Nein, ich sehe niemanden. Können wir hier also in Ruhe ringsrum hacken. Welche Richtung fällt? Richtung dieses Baumes? Einfach durch den Baum durch. Als gäbe es dich nicht und ich würde es auch gleich nicht mehr geben. Nein, du wirst der Nächste sein. Jetzt werden wir erstmal wieder produzieren. Ich habe was gehört. Okay. Ich dachte, ich habe da jemanden gehört. Aber man weiß ja nie, was man hier alles so hört. Ist da hinten eine Kiste? Ist das eine Kiste? Die schauen wir uns mal an. Nein, ist bloß ein Baumstumpf. Da hinten läuft einer. Oh, da will ich jetzt aber nicht hin. Da ist auch einer. Den habe ich nicht getroffen. Jetzt. Treffer. Okay, du kriegst nochmal auf den Kopf. Ja, wenigstens ein paar Pfeile könnte ich wiederholen. Ich werde das aber mal eins machen. Den mal reparieren. Kann ich nicht reparieren? Den könnte ich noch reparieren. Da können wir die auch danach reparieren, wenn wir immer dabei sind. Nicht, dass der Bogen mal plötzlich kaputt geht, so mitten in der Nacht. Wenn ich mich verteidigen muss. Sprung. Ja, ich bin sehr hungrig, ich weiß. Aber hier gibt es nichts. Nichts mal so einen blöden Kochgrill. Knochen. Wenn ich im Knochen was finde, wenn ich ihn abnage. Hier ist noch ein Grill, hier steht ein Grill. Ist auch nichts drin. Kochgrill im Briefkasten, das wäre doch mal was. Das war wieder ein Buch, das können wir lesen. Ja, so.
Das lesen wir einfach mal. Was haben wir hier? Ein Müllstapel. Eine Handtasche. Oh, liegt eine Pistole und altes Geld. Altes Geld. Ein Malerpinsel. Ich weiß, ich bin völlig überlastet. Bist du allein? Ich dachte, du lädst mich zu dir nach Hause ein, wenn du schon allein bist, aber nein. Oh. Da kommt ein Kerl, oder wie? Oh, das ist dein Sohn. Weiß dich aus. Zu spät. Wollen wir hier noch irgendwas finden? Ist hier jemand? Ich höre jemanden, aber ich weiß nicht. Ach, hier. Hier draußen. Ist die Schwester oder wo ist die Nachbarin? Hast auch deinen Sohn mitgebracht. Dass die nichts alleine machen können, aber die Familie hält zusammen, ne? Dann legt euch alle gemeinsam hier hin. Ja, meine Ausdauer ist sehr stark reduziert, weil ich einfach nichts zu essen habe. Was haben wir hier? Working Steve Tools? Ne, das ist... Ist hier irgendwas? Das ist ein Automat. Ah, ja, mal was... Was ist das? Nahrung, Nahrung. Kaufen, kaufen. Zuckersaft, das ist Wasser. Oh, scheiße, Drops. Aha. Ich will keine Oh-Scheiße-Drops. Felszertrümmerer. Eine Dose Nudeln, die nehmen wir auch mit. Getränketechnisch bin ich ja eigentlich schon gut ausgestattet. Das wird jetzt nicht gleich verschwinden, aber den goldroten Tee nehmen wir trotzdem mal. Das ist nicht ganz so viel, nehmen wir mit. Jetzt wird erstmal was gegessen. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Die Dose Nudeln. Ravioli und Soße. Was hat man noch? Einmal neu sortieren. Ach nee, der Yucca-Saft war es nicht. Yucca-Saft-Smoothie, der war's. Der bringt auch sehr viel Wasser. Deswegen nehmen wir den. Und dann wird das Wasser und Nahrung wieder etwas aufgefüllt. Da drüben ist eine Bar. Und hier ist Maggie's Corner Café. Hätte ich doch eher mal hierher gehen sollen. Ist da wer? Ich hätte gern Kuchen. Ein Stück Kuchen, bitte. Oh, hab ich dich geweckt? Du sollst hier arbeiten. Du lebst anscheinend nicht mehr. Aber platzt gleich. Da liegt auch einer. Stehst du gleich auf, wenn ich jetzt hier das Ding kaputt mache? Ich muss hier mal durch.
Na komm, geh kaputt. Ich will hier durch. Mal schauen, ob es hier was zu essen gibt. Stehen gleich mehrere auf. Hier ist was los. Wo ist der Ausgang? Hier ist der Ausgang. Du hättest da drin bleiben sollen. Und du auch. Bleib liegen. Ja, selber schuld. Dein Kopf musste dran glauben. Hier unten lag da auch noch einer, ne? Der scheint schon völlig hinüber zu sein. Yep. Und wenn das nicht war, ist es jetzt. Kaffeeautomat? Ah, nur Kaffeepulver. Getränke? Ah, gekochtes Wasser. Nehmen wir mit. Wir sind in der Küche. Kochtopf. Sehr gut. Ah, da ist noch jemand. Bist du der Chefkoch hier? Aber mit der Krawatte bist du eher der Manager. Ich bin unzufrieden mit deinem Laden, weißt du das? Ich komme hier rein und krieg nichts zu essen. Nur Kohle finde ich hier. Verdorbenes Essen. Und Kochgrill habt ihr auch alles schon mitgenommen. Am Ende kann ich mir den Kochgrill selber herstellen. Komm mal hier. Nee, da stand, hier ist Kochgrill. Hier steht Kochgrill. Da ist 31 Eisen, aber irgendwas fehlt, ne? Ein Kochgrill, mit dem am Lagerfeuer Rezepte freigeschaltet werden. Genau. Weil ich das Eisen und Lehm nicht habe. Aber das dürfte ich alles in der Kiste haben. Ich hätte den Kochgrill die ganze Zeit selbst herstellen können. Einerseits ist das sehr freudig, andererseits fühle ich mich gerade etwas veräppelt. Aber ist nicht schlimm. Machen wir mal weiter. Ich muss sowieso bald wieder zurück. Weil wir sind ja hier nur vorne in der Stadt beim Händler. Wir müssen ja wieder ein bisschen hinter, also einfach gerade durch. Gerade durch. Da könnten wir zwar noch ein paar über den Weg laufen. Was bist du? Also ich mache das jetzt nur, weil das so farbenfroh aussieht. Ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Steht jetzt auch nirgends. Das ist eine Erzader. Ja, ich soll den Schaufel nämlich mit der Spitzhacke versuchen, durch den Boden zu kommen. Das ist wieder. Das kann auch nur typisch ich sein. Alle anderen nehmen eine Schaufel. Nein, ich nehme die Spitzhacke. Eine Steinspitzhacke. Liegt denn noch was? Nee. Ich bin hungrig, maximal aus da. Ja, ich weiß Bescheid. Ich möchte aber erstmal wieder zurück. Ich habe ja schließlich noch ein paar Holzfallen zum Platzieren. Aber ich dürfte ja meinem... Man kann jetzt nicht sagen Versteck. Basis klingt auch doof. Meinem Versuch zu überleben komme ich näher. Genau, da war doch hinten auf der Straße. Und dann war doch, glaube ich, der Spielplatz. Geht's runter? Mhm. Da steht einer. Oh, Tür zu. Der muss erstmal durch die Tür kommen.
Da hinten ist es doch, ne? Da ist doch diese schöne, der schöne Schädel da oben. Da oben ist meine Holzklötze. Ich bin wieder da. Ich bin zurück. Und habe festgestellt, dass man den Kochgrill selber herstellen kann. Und jetzt fehlt mir das Fleisch. Fängt das wieder an zu regnen? Gehen wir erstmal hoch. Zur Kiste? Ich hab doch bestimmt noch was hier, ne? Hey, so viel Metall habe ich gar nicht mehr. Leben habe ich noch, aber das Metall fehlt. Ölschiefer war das. Oh, da hatte ich sogar schon welche. Da haben wir jetzt mal ein bisschen was hier rüber, was ich nicht die ganze Zeit rumschleppen muss. Ja, den Pinsel, der kann hier rüber. Ich habe so viel Schaufeln, brauche ich jetzt gar nicht. Die verwende ich aktuell eh nicht. Braue Kaffee an einem Lagerfeuer oder fertige aus dem Boden Kaffeesamen. Das klingt wieder sehr gut. Legen wir hier Kaffee rein. Der Kochtopf, den legen wir hier rein. Kaffee trinken. Jetzt kann ich gekochtes Wasser herstellen aus dem trüben Wasser. Okay. Ja, so funktioniert das. Jetzt haben wir wieder aus, ne? Ja, habe ich ja nicht. Jetzt könnte ich hier Kaffee herstellen. Es war zweimal Kaffee. Oh, ich kann mein Lagerfeuer verwenden. Gegrilltes Fleisch. Könnte ich jetzt auch machen, wenn ich den Kochgrill hergestellt hätte. Ist Kaffee eigentlich fertig? Nee, ne? Jetzt ist einmal Kaffee fertig. Ach, ist das wieder ein herrliches Wetter, oder? Nein. Nein. Ach, hier ist eine Stelle. Hier ist noch eine Stelle. Da komme ich noch drüber. Also quasi gut, dass ich runtergefallen bin. Dadurch habe ich gemerkt, dass ich hier noch drüber komme. Jetzt gehen wir hier vor. Und platzieren hier auch noch ein paar. Um noch ein kleines bisschen Abwehr zu haben. Ein paar Fallen habe ich ja noch. So, die hauen wir hier hin. Die kommt dorthin. Wo kommst du denn her? Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Ich wollte gerade hier in Ruhe bauen. So, gehen wir wieder hier vor. Da vorne läuft einer. So, wenn ich das mal wieder oben muss, Lagerfeuer hier, haben wir noch das und dann machen wir das erstmal wieder aus. Ne? Kann es nicht ausmachen, okay. Ah, ich könnte sogar Yucca-Saft herstellen. Goldrutentee. Dann machen wir das. Wo bist du? Du bist dort hinten. So, ich stelle noch was her und werde mal sehen, ob ich auch diese Nacht überleben werde. Ihr erfahrt es dann beim nächsten Mal. Nur mal kurzer Vergleich. Hier steht eine 3.
Beim nächsten Mal zeige ich euch, was da stehen wird. Bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.